Hey hallo. Und hallo zu einem neuen Lost Place Video auf unserem Kanal. Ja, ihr seht, wir sind immer noch im Winter unterwegs, aber jetzt sind wir auf einem, ja, ausgeschildert ist es als Futterwerk. Und was wir jetzt hier gerade schon sehen, sind viele große Gebäude, Schornstein am Horizont. Also scheint mal wieder was Größeres zu sein. Hier haben wir gleich das erste Gebäude. Sieht aus wie ein Speicher. Da hinten kommen noch mehr. Da seht ihr auch den Schornstein. Also nichts Kleines. Wollen wir mal schauen, wie es ist. Speicher sind ja meistens große, hohle Gebäude. Was wir da alles finden in diesem Video. Also lasst euch überraschen. Ja, hier haben wir das erste, genau, da steht sogar noch was dran. Ja, im Silo, Rampe, ist das Rauchen ja mit Sicherheit verboten. Ist unten nicht mehr ganz leserlich. Dann da irgendwie Karbleche hier abstellen. Also Karbleche wird wahrscheinlich jetzt falsch sein, aber ist nicht mehr so richtig zu identifizieren. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir in den reinkommen. Bis jetzt haben wir noch keine Treppe gefunden. Aber da steht auch was. Kraftfahrer vor der Entladung beim Vertauen. Silo 6 bzw. 5 melden. Also ja, da habe ich das gerade gelesen. Also 6 bis 5. Das heißt, ja, hier sind mehrere Silos. Also wir stehen am einen. Da haben wir Nummer 2, Nummer 3, vielleicht 4, dann 5, 6, wahrscheinlich sogar 7. Also hier wurde ordentlich gelagert. Geschafft. Wir sind oben im Karo schon drin. Genau. Hier hat man dann das Schüttgut reingetan, dann ist es halt runtergerutscht. Hier sieht man noch andere Fallrohre. Vier Hafer meinst du? Kann sein. Ja, dann schauen wir mal, ob wir die Etage höher kommen. Ich weiß nicht, da hinten schon mal eine Treppe, aber die sieht nach außen, als ob die nach unten geht. Aber irgendwie muss es ja nach oben gehen. Ah, so, dann nehmen wir doch mal den Fahrstuhl, würde ich sagen. Nee. Hast du den Rücken? Lieber die Treppe, würde ich sagen. Ja, das Schöne ist, ganz am anderen Ende war dann jetzt der Aufgang. So, dann gehen wir nochmal nach oben. Schauen wir mal, was wir so finden. Auf jeden Fall haben wir hier den ersten Boden. Also, so gesagt, die erste Etage. Aber ja, da ist nichts. Ja, wir sind oben angekommen, auf dem Dachboden der ganzen Silos. Und hier haben wir gleich einen. Da möchte man nicht hineinfallen. Wie ihr seht, das geht hier noch. Ah, so, hier die ganze Reihe lang bis nach unten. Aber der Ausblick hier ist auch nicht schlecht.
Campingplatz da drüben, wie es aussieht. So, aber dann gehen wir jetzt mal wieder runter, ab in den nächsten Silo. Und dann sehen wir ja noch weiter, was uns erwartet. So, hinter uns den ersten haben wir gesehen und nun folgt der zweite zugleich. Ja, schauen wir mal, wie der jetzt ist. Also wie gesagt, die werden bautechnisch werden die alle gleich sein. Aber wir werden trotzdem jetzt mal schnell durch. Wollte ich genau. Wir gehen mal schnell durch. Hier fehlen beispielsweise jetzt die Rohre, die ihr am ersten gesehen habt. Hier fehlen sie komplett. Hier hängt sogar noch die Gardine. Die gute Gardine. Ja, die gute Gardine. Ja, du was sagen, wir dann drin, hast du ja auch nochmal. Aber das meiste könnte das auch für Fahrzeuge sein. Ja, es sind sogar auch wieder Schienen. Entweder Waggon oder für eine Lok. Ein Wartungsschuppen. Hat er noch mal schön Couch stehen gelassen. Ja, hier haben wir jetzt auch noch einen Schuppen, könnte man sagen, zum Unterstellen. Und hier haben wir jetzt noch mal etwas anderen Speicher. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Naja, hübsche Frauen bringen doch Quote, oder? Also, deswegen haben wir die doch eigentlich immer mit dabei. Ja, also da haben wir jetzt den Schornstein. Das dürfte wahrscheinlich wieder ein Heizhäuschen sein. Aber erstmal gehen wir hier rein, dann da rein. Naja, vielleicht zum Schluss. Und dann halt, wie gesagt, ins Heizhäuschen. Die Ordnung, wir wollen die Treppe hoch. So, jetzt sind wir im Raum mit solchen Kästen hier.
Dankbarkeit. Und dem ist hier irgendwie so ein Gitter drin. So viel von oben, was reingefallen ist und dann halt hier irgendwie, ja, sortiert ist. Falls ihr wisst, was das ist, den einen oder anderen Fachmann gibt es da mit Sicherheit unter euch. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Das würden wir gerne wissen, was das war. Auf jeden Fall ist hier irgendwie Öl ausgelaufen. Das tropft von da. Schon mysteriös hier durchzulaufen. Irgendwie. Die ganzen Löchern im Boden, von oben kommt überall was runter. Ja, ich sehe sie auch. Bestimmt Waschbär. Ja, das kann sein. Waschbär, Fuchs oder? Na, Fuchs ist ein bisschen größer. Mit einem Ja, jetzt haben wir hier so diesen Übergang gefunden, den nutzen wir doch mal gleich, um ins nächste Gebäude zu wechseln. Ja, hier sieht man, das ist garantiert keine Tierscheiße, was die hier produziert haben. Eine Futtermittelfabrik. Das sieht doch mal echt nice aus. Mit dem Regal, wo die Dosen noch draufstehen. Hinten, ja, da hängt was unten, wirklich das Original Waschbecken. Und hier noch massig Papierkram aus alter Zeit. Der Kern weiß natürlich nicht, oder? Von den Silos, die einzelnen Trichter. Das müssten doch die Säcke gewesen sein, oder? Ja, das sieht sehr danach aus. Wo die denn das Futter damit gelagert haben oder transportiert haben. Ein Sacklager, gehen wir dort mal, würde ich sagen, wa? Genau. Vielleicht gibt es ja Jummelsäcke auch. Jummelsäcke, ja. Naja, mal schauen wir mal. Also auf jeden Fall haben wir noch eins gefunden. Aber so jung sind die Säcke bestimmt nicht. Ja, noch eine schöne alte Maschine.
So, Etage tiefer habt ihr die Trichter gesehen. Hier haben wir jetzt die Silos. Die gehen jetzt bestimmt mal noch ein, zwei Etagen höher. Und dann wurde halt hier alles gelagert. Und dann halt durch die Trichter alles zusammengefügt, damit halt die einzelnen, sagen wir, Inkredenzien. Nehmen wir mal als Beispiel. Ihr guckt Galileo, da wird ja gezeigt, wie euer Mai-Müsli hergestellt wird. Ja, hier keine Werbung, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Hier waren dann halt die Haferflocken, hier waren dann halt die Chiasamen, da waren die drinne. Und so wird dann alles irgendwie so zusammengewichst, damit im Endeffekt dann das rauskommt, was man haben will. So hat das schon immer funktioniert. So, jetzt haben wir wieder eins hinter uns gelassen. Da war der Übergang, den wir genommen haben. Ja, und jetzt wollen wir halt mal kurz in dieses Heizhaus, bevor wir halt vielleicht da nochmal einen Schnürbeerschlacht machen und dieser Caro gleich mal so richtig einseifen. Ja? Nein, aber dann gehen wir nochmal da rein. Und Caro war einseifen. Nein! Nein. Ja, also war das Gebäude, in dem wir jetzt gerade drin waren, noch nicht das Heizhaus. Schornstein ist da und der hat auch einen leichten Knick in der Optik. Sondern das war halt das Umspannwerk für das ganze Areal hier. Da haben wir jetzt Gebäude. Das dürfte jetzt dann das Heizhaus sein. Ja, auch nochmal ein ganzer Raum mit Elektronik. Auf jeden Fall wieder schön industrieller Stil. Hier geht's halt raus zum Schornstein. Wir haben so gleich Werkstatt mitgehabt. Um nötige Reparaturen gleich vor Ort vorzunehmen. Also das haben wir uns jetzt angeguckt. Dann gehen wir jetzt mal noch in. Was haben wir jetzt noch vor uns? Ein? Noch eins haben wir noch. Und dann. Wir machen dann langsam wieder den Rückweg antreffen, denn es ist doch ganz schön kalt. Im schönen Winter.
ganzen Silos, die waren ja größtenteils alle gleich, aber es gab doch das ein oder andere kleine Detail. Heizhaus waren wir jetzt, sogar Umspannwerk. Genau, und jetzt haben wir noch einen Speicher vor uns, zu dem wir jetzt schon auf dem Weg sind. Die Dinger sind meistens immer so hoch, die kriegst du gar nicht richtig auf die Kamera drauf. Ey. Ja, mal schauen, ich glaube, da haben wir eine Treppe. Ja, sieht eigentlich genauso aus wie die anderen. Hier fehlen halt auch die Rohre. So ein einfacher Silo. Ah, doch hier. Hier haben wir noch mal ein kleines Detail. Das habe ich schon öfters mal in der Mühle gesehen. Das sieht unscheinbar aus. Aber das ist halt wie eine Schnecke, eine Spirale besser gesagt. Und da hat man halt meistens Säcke. Runter befördert. Halt wie so ein Lift, genau. Abwärtsspirale für die ganzen Säcke. Da habt ihr sie jetzt nochmal richtig im Bild. Die geht halt die ganzen Etagen hoch und dann könnt ihr es nochmal richtig erkennen. Dann wird sie draufgeschmissen und dann läuft die dann hier immer weiter runter bis in die nächste Etage. Ja, und so kommen die Säcke heil unten an. Ah, Durchgang zu. Streukegel, der war wahrscheinlich was angebracht. Ich frag mich jetzt sogar, da haben wir nochmal so ein Band. Hier auf die Etagen hat man hier so, das könnte so 2 Meter könnten das sein, fast so groß wie ich. Da ist es auch nochmal. Wurden diese Lager gefüllt? Weil schau mal, hier ist ein Rohr und hier ist ja nichts dran. Also hier unten ist ein Loch, ja. Also entweder haben sie das alles abgemacht und so, oder man hat die Lager wirklich gefüllt, sodass hier wirklich ein Berg lag an Material. Wie Roggen, Weizen, Hafer, Schrot, alles Mögliche, was man halt brauchte. Um ja, Tierfutter herzustellen. Ich fühle mich gerade wie so ein Galileo-Beitrag hier. Aber ja, Lost Places hat ja auch immer was mit Wissen zu tun. Wenn wir erkunden ja nun mal die Vergangenheit. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn ja, dann Abo dalassen, Daumen nach oben. Glocke aktivieren und auf jeden Fall Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht, damit wir in Zukunft immer besser werden. Ja, so, das Futterwerk ist abgenagt. Da. Genau, das war das Letzte, in dem wir gerade drin waren. Alle hatten irgendwie was für sich. Größtenteils war doch
alles gleich. Aber auf jeden Fall riesiges Gelände, viele wunderschöne Details, Zeitgeschichte pur erlebt. Also, uns hat es sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann schaltet in 2 Wochen im nächsten Video ein. Und Daumen nach oben. Genau, das sowieso. Wir fahren jetzt erstmal was essen und dann geht es gleich weiter auf der Tour zu den, vielleicht nur, finden wir noch 1-2 Objekten. Genau. Wenn ja, wie gesagt, seht ihr das auf unserem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.